Die Erwartungshaltung, als ich in die Transfergesellschaft gegangen bin, war erstmal nicht so hoch, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was überhaupt eine Transfergesellschaft ist, ganz ehrlich gesagt. Aber je mehr ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe und natürlich auch ein bisschen im Internet rumgesurft habe und mich schlau gemacht habe, wer Van Ronstedt eigentlich ist, und da habe ich dann festgestellt, ja, das ist auf jeden Fall kein Kleiner. Die müssen ja irgendwie Ahnung haben. Ich empfinde die Transfergesellschaft als positiv, weil sie halt die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden, etwas Neues anzufangen oder auch etwas Alpen aufzubauen, sich neu auszurichten, sich vielleicht auch berufliche Wünsche zu erfüllen, die man vorher nicht vollends erfüllt gesehen hat. Am Anfang war ich sehr skeptisch gewesen, was mich da erwartet bei Van Ronstedt. Dann haben wir das Profiling-Seminar, da wurden mir eigentlich schon gleich alle Ängste genommen, würde ich sagen. Der Berater hat mich sehr gut beraten, hat mir auch gleich ein paar Ideen mit reingebracht, wie ich mich weiterentwickeln könnte. Und die, denke ich, habe ich jetzt umgesetzt in der ganzen Zeit. Das Verhältnis zu Van Ronstedt war von Anfang an gut. Das ist es auch jetzt noch. Und für mich ist es, was das angeht, wirklich eine gute Zeit gewesen. Natürlich ist ein Umbruch immer schwer, aber halt auch eine Chance. Und das muss man halt nehmen. Was ist wichtiger? Also lieber habe ich eine Chance und eine etwas schwerere Zeit, als mein Leben so dahin zu trotten, würde ich sagen. Also Menschen in vergleichbare Situationen wie die ich erlebt habe, kann ich nur einen Tipp geben: auf keinen Fall Kopf in den Sand stecken und auf jeden Fall aktiv werden und ganz tief in sich reinschauen und gucken, wo schlummert eventuell noch das ein oder andere Talentchen. Für mich ist eine Transfergesellschaft die beste Chance, um einen neuen Beruf zu finden.